Hallo Leute, ich dachte, wir müssen mal reden und zwar über das Thema Geld, das leidige Thema Geld in dem Fall. Also ich weiß gar nicht, warum andere Blogger und YouTuber, die über Reisen bloggen, da immer so ein Geheimnis draus machen. Also irgendwie habe ich noch keinen gefunden, der da so richtig offen mit umgeht und deswegen dachte ich, ich mache das einfach mal. Also ich sage relativ klar, was ich schätze, wie viel Geld ich brauche. Ja, meine grobe Rechnung ist, dass ich 15.000 Euro mitnehmen möchte. Darin muss allerdings wirklich alles inklusive sein. Also Flüge, Unterkünfte, ein paar Ausflüge, sicherlich nicht so viele, wie ich gerne machen würde. Verpflegung ist sicherlich ein großes Thema. Das muss alles da inklusive sein. Und ich habe ja letztes Mal schon gesagt, die erste Grenze ist das Geld. Also wenn das Geld alle ist, dann muss ich zurück. Und dann werde ich wahrscheinlich auch ja, ein paar Reiseziele auslassen müssen. Ich weiß nicht, wie viel 15.000 Euro sind. Ich habe gelesen, Leute reisen ein Jahr mit 6.000 Euro. Ich habe gelesen, Leute reisen ein Jahr mit 25.000 Euro. Es kommt sicherlich auf die eigenen Ansprüche an, aber das ist mein Budget. Seit, ja, ich glaube, September letzten Jahres spare ich, also nicht ganz ein Jahr dann in Summe. Wie spare ich? Also ich habe jetzt halt noch einen festen Job, der mir mein nötiges Gehalt bringt. Das kann ich fast eins zu eins an die Seite legen. Das heißt, das ist natürlich ein wirklich großer Luxus. Ich bin wieder bei meinen Eltern eingezogen und ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist und nicht für alle in Frage kommt. Bei mir war es wirklich das Glück. Ich konnte quasi meine Verbindlichkeiten bis aufs Kleinste runterdrosseln. Das heißt, ich habe wirklich nur noch meine jetzigen Versicherungen, aber Sachen wie Miete, Internetanschluss und sowas, GEZ, das sind alles Kleinbeträge, die aber auch viel ausmachen, die habe ich halt alle nicht mehr. Das ist mein großer Vorteil. Also ich kann mein ganzes Geld, was ich gerade verdiene, an die Seite legen, beziehungsweise halt schon in die Vorbereitung reinstecken. Ich glaube, ich bin ziemlich gut versichert gewesen, was sicherlich auch sinnvoll ist. Aber wenn jeder Cent zählt, dann müssen halt auch Versicherungen dran glauben. Das ist für einen deutschen Sicherheitsliebhaber wie mich erstmal schwierig einzusehen, aber wenn man dann auf seinen Kontostand guckt, sieht man halt, dass das auch das meiste ausmacht. Deswegen diese Verbindlichkeiten wirklich runterdrosseln. Also ich war auch immer ein Freund davon, ich musste immer das schnellste Internet auf dem Handy haben und so weiter. Das habe ich komplett gekündigt und da einen günstigen Anbieter genommen und es geht auch. Also wirklich, man kann auch mit weniger sehr gut auskommen. Mit der Aufgabe meiner Wohnung habe ich auch einen kleinen Ausstandtrödelmarkt mit Freunden gemacht. Das kann ich euch nur empfehlen. Ich blende auch mal ein paar Videofrequenzen ein. Das war super witzig. Also ich habe einfach irgendwie eine Kiste Sekt gekauft, meine Mama Waffeln gebacken und es kamen, weiß ich nicht, ich glaube insgesamt 25 Leute über den Tag verteilt. Es war ein Sonntag. Und ich habe wirklich alles verkauft, vom Küchenmixer bis zur Klamotte, Schuhe, Deko, alles. Ich habe, glaube ich, jetzt habe ich, glaube ich, 5 Kisten mitgenommen noch. Da ist so mein letztes Hab und Gut drin. Das ich weiß, ich muss dann auch wieder alles neu anschaffen, wenn ich wiederkomme. Dem bin ich mir sehr bewusst. Aber ich muss jetzt ein bisschen kurzfristiger planen und jetzt aktuell brauche ich die ganzen Sachen halt nicht. Durch die Haushaltsauflösung habe ich nochmal 2.000 Euro Gewinn gemacht. Ich hatte das Glück, dass mein Nachmieter auch ziemlich viele Möbel übernommen hat, da pauschal. Das war natürlich auch super. Ich musste nicht mehr streichen und so weiter und so fort. Und meine Freunde und meine Familie, das werdet ihr jetzt in dem Video merken, die stehen halt komplett hinter mir und die haben mich auch da unterstützt. Die haben dann teilweise die Idee gehabt, ich weiß gar nicht mehr, wer es genau war, selber Sachen mitzubringen zu diesem Trödelmarkt und dann halt zu meinen Gunsten dort zu verkaufen. Also ich hatte noch mehr im Angebot und alles kam halt in meine Spardose und als ich am Ende des Tages da durchgezählt habe, da war ich echt, ich habe auch nicht mitgerechnet, die haben mir es immer zugesteckt und es war total ehrlich und ja, alles was dort nicht wegging, habe ich dann natürlich noch über eBay Kleinanzeigen oder verkaufe ich auch jetzt gerade noch über eBay Kleinanzeigen, über eBay, über Kleiderkreisel, ihr kennt die gängigen Seiten. Es gibt immer Leute, die das brauchen, also denkt, bevor ihr es wegschmeißt, echt nochmal drüber nach, ob ihr nicht ein paar Cent damit noch machen könnt. Genau, war die zweite Einnahme. Also neben meinem Gehalt, das ich spare, habe ich halt sehr viel verkauft oder verkaufe es noch. Die dritte Sache ist, ich habe mir einen Nebenjob oder teilweise in der Hochsaison 2 Nebenjobs gesucht. Also ich kann gut nachvollziehen, wer als Vollzeitarbeitender abends oder am Wochenende keine Lust hat, mehr arbeiten zu gehen. Aber das macht halt wirklich einiges aus. Und man kann halt einen 450-Euro-Job
Wenn man jemanden hat, der oder einen Arbeitgeber hat, der da echt flexibel ist, was die Arbeitszeiten angeht, auch wirklich gut neben einem Vollzeitjob noch hinbekommen. Also man hat sich halt immer wieder vor Augen zu führen, wofür man das Ganze macht. Und dann geht es einem auch ein bisschen einfacher von der Hand. Hört euch einfach mal um. Irgendjemand hat immer irgendwie was er zu erledigen haben muss nebenbei oder kennt irgendjemanden. Das findet man wirklich. Man braucht gar nicht lange suchen, dass glaube ich, dass das jeder finden kann, wenn er auch bereit ist, vielleicht was anderes zu machen, was er nicht gelernt oder nicht studiert hat, dann kann man wirklich noch eine gute Nebeneinnahme finden. Ja, ansonsten nehme ich alles mit. Also ich bin schon immer Blutspenderin gewesen, jetzt gehe ich noch regelmäßiger hin. Bei uns in Dortmund kann man das halt wirklich auch gegen kleines Entgelt machen, das ist eine Aufwandsentschädigung. Viele sagen, oh, wie verwerflich, ich finde es überhaupt nicht verwerflich. Steuererklärung bringt auch immer noch ein bisschen Kohle. Bausparvertrag wurde aufgelöst, wird ungefähr genau zu meinem Abflugszeitraum ausgezahlt. Ist alles nicht wirklich viel, also ich habe da immer nie mehr eingezahlt, als ich musste. Aber ja, wenn man überlegt, dass ich vielleicht so mit 30 bis 50 Euro pro Tag aushalten kann und einen Tag länger reisen kann, dann nehme ich das halt alles mit. Und dann weiß ich, dass das viel Aufwand ist und ja, mache das aber trotzdem, weil ich weiß, dass es mir einen Tag meiner Reise verlängern würde. Was ich noch empfehlen kann, ich mache, auch das habe ich schon immer gemacht, ich weiß gar nicht irgendwie, wie ich da dran gekommen bin, aber ich mach so Meinungsumfragen mit, da bin ich irgendwie mal durch mein Studium dran gekommen. Da kann man sich einfach anmelden und man bekommt unregelmäßig, auch wirklich nicht oft, so Umfragen zugeschickt, die anonym sind und da sammelt man Punkte und diese Punkte kann man hinterher in Einkaufsgutscheine einlösen. Ich gucke einfach mal die Links unten rein, wo ich das mache. Ich weiß, dass jetzt, also man kann es sich, glaube ich, auch bar auszahlen lassen, aber in der Regel setze ich in meinen Amazon-Gutscheine um. Man braucht immer irgendwie was noch für die Reise und wenn es irgendwie, keine Ahnung, ein Packsack ist oder ein Reiseadapter und wenn ihr das auch schon mal sparen könnt durch diese, weiß ich nicht, 5 Minuten oder vielleicht 15 Minuten die Woche an diesen Umfragen teilzunehmen, dann finde ich auch das total lohnenswert. Womit kann man noch Geld machen? Ich glaube, indem man das Geld, was man sammelt, auch ganz gut irgendwie an die Seite packt. Also Sparbücher sind ja klassischerweise nicht mehr so die Erfolgsbringer. Ich habe jetzt mir für mich die Lösung gefunden, dass ich mein Geld direkt auf die DKB Visa überweise. Da gibt es im Moment für mich die besten Zinsen. Ich weiß gerade gar nicht genau. Ich stecke es nochmal und blende es hier irgendwie ein. Also nicht auf das Konto, was zur DKB gehört, sondern auf die Visa-Karte direkt. Der Vorteil ist auch nochmal, man kommt nicht so schnell dran. Man müsste immer auf das Internetbanking-Konto überweisen, um dran zu kommen. Also auf der Einnahmenseite habe ich euch jetzt gesagt, was da gerade passiert. Auf der Ausgabenseite ja, ist es so, dass ich, wie gesagt, bis auf die nötigsten Versicherungen wirklich alle gekündigt habe. Also ich behalte meine Unfallversicherungen, also meine Unfallversicherung, eine ist es. Dann behalte ich... ja, ich glaube, das war schon. Also ich behalte eine Unfallversicherung. Ah, genau, ich behalte meine Haftpflichtversicherung. Und dann werde ich mir natürlich auch eine Langzeit-Auslandsreise-Krankenversicherung zulegen, die auch schon durchaus teuer ist mit Kanada und USA. Das mache ich aber nochmal in einem anderen Video. Und ansonsten sind das meine Verbindlichkeiten in diesem Jahr, sodass ich wirklich weiß, dass alle Abbuchungen auf meinem Konto ab dem 1.7. dann wirklich die Reise betreffen. Und so habe ich halt auch die Möglichkeit, ein gutes Budget zu planen. Also ich habe mir das Jahresbudget gemacht, was ich mit 15.000 Euro jetzt erstmal beziffert habe. Und B rechne ich das runter auf einen Monat und hinterher auf einen Tag. Also ich denke, ich werde so im Durchschnitt 1.200 Euro einplanen pro Monat. Ich weiß, dass es in Kanada, USA, Neuseeland deutlich drüber sein wird. Ich weiß aber auch, dass ich in Asien mit weniger zurechtkommen kann. Für die Vorbereitung an sich, ja, ich habe den ersten Flug gebucht über Condor. Ein Direktflug war sicherlich nicht der günstigste, mit knapp 500 Euro. Ich habe aber leider etwas länger warten müssen wegen Kündigung und Arbeitsamt und so weiter und so fort. Deswegen konnte ich nicht früh buchen. Dann habe ich mittlerweile braucht man Essen dafür für Kanada. Das hat, glaube ich, 7 Dollar gekostet, also auch nicht die Welt. Die Reiseimpfungen bekomme ich von der Krankenkasse erstattet, aber auch dazu gibt es nochmal ein separates Video. Und ja, deswegen werde ich die Ausgaben quasi wirklich ab Tag X, ab Tag Abflug dokumentieren und euch dann auch im besten Fall einen guten Überblick geben können, was jedes Land kostet, wenn man dort so lebt, wie ich es tue. Wenn ich unterwegs bin, habe ich schon gesagt, will ich sicherlich auch mal Couchsurfing ausprobieren. Am Anfang jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ich glaube, ich muss mir erstmal
ja, also muss ich erstmal mit dem Hostelleben und so weiter klarkommen. Das ist sicherlich schon mal eine große Umstellung. Das habe ich so in den letzten Urlauben noch nicht gemacht. Auch das Thema Woofing, also ich werde versuchen, für Kost und Logis quasi mitarbeiten zu können in Ländern, wo ich halt auch kein Working Visum bekomme. Dann werde ich versuchen, auch arbeiten zu gehen. Und ja, wenn alle Stricke reißen und ich wirklich mit dem merke, dass ich mit dem Geld nicht hinkomme, dann werde ich das sicherlich so nach einem halben Jahr abwägen können. Und dann bin ich halt circa in Neuseeland, Australien. Und ich weiß halt von mehreren Bekannten, dass man in Australien schnell viel Geld verdienen kann. Und deswegen könnte ich mir auch dann vorstellen, wenn es wirklich gar nicht hinkommt, doch nach Australien zu fahren und dort halt für ein paar Monate zu arbeiten und dann halt die Reisekasse nochmal aufzufüllen, bevor es dann in den zweiten Abschnitt der Reise gehen wird. Wenn ihr vielleicht selber gerade dabei seid, euch so ein Budget zu machen, ich verlinke unten mal eine Seite, wo man sehen kann, wie viel Geld man ungefähr für die Standardlebenserhaltungskosten in diversen Ländern braucht. Also man gibt das Land ein und dann das Land oder die Stadt, mit der man es vergleichen will. Ich glaube, dass das ein ganz guter Anhaltspunkt ist. Letztlich kommt es aber immer auf einen selber an. Also letztlich kommt es auch immer auf einen selber an, in welchem Status ihr gerade seid. Also selbst wenn ihr vielleicht nicht so wie ich bei euren Eltern einziehen könnt, überlegt, vielleicht braucht ihr die eigene Wohnung, reicht vielleicht auch ein WG-Zimmer, wo man sich schon mal die Kosten teilt. Muss es das Auto sein? Kann es auch, weiß ich nicht, das Fahrrad sein? Braucht ihr all die Klamotten, die ihr im Schrank habt? Geht einfach mal in euch. Seid ihr bereit, noch einen Nebenjob anzunehmen? Ich glaube, damit seid ihr ganz weit vorne. Also wenn ihr wirklich die Einnahmen hochhalten könnt und wirklich viele Verbindlichkeiten runterhalten könnt, dann seid ihr auf dem richtigen Weg und könnt da auch in kurzer Zeit auch einigermaßen viel Budget einplanen. Was auch noch ein guter Hinweis ist, vielleicht ich erzähle jetzt mittlerweile möglichst vielen Leuten von meinen Plänen und es kommt immer wieder, ah, ich kenne einen dort, ich kenne einen da und ich habe dort Verwandtschaft und dann versuche ich immer schnell da verbindlich irgendwie einen Kontakt herzustellen. Also ich glaube halt, die Unterkunftskosten sind neben Transport der größte Faktor im Budget. Und wenn man dort vielleicht wirklich irgendwo mal unterkommen kann bei Bekannten, dann umso besser. Ja, ich glaube, Feedback in Familie und Freundeskreis ist sehr wichtig. Also wirklich früher bin ich eigentlich immer, wenn irgendwas anstand, auch mitgegangen und hier mal ein Bier und da mal irgendwie ein Kinobesuch. Das geht halt auch wirklich ins Geld. Also redet mit euren Freunden darüber, was euch so ein Ausflug bedeutet und ob man nicht vielleicht auch irgendwie was in der Nähe machen kann oder die Leute mal zu sich selber einlädt. Da hat eigentlich jeder Verständnis für. Also ich habe gemerkt, dass die Leute sind sehr verständnisvoll, wenn man ihnen sagt, was man mit seinem Geld vorhat. Also viele wissen, dass das ein teures Spektakel sein wird, wissen aber auch, was es für ein großer Traum ist für mich und deswegen versuchen sie mich da, glaube ich, so gut es geht zu unterstützen. Und das muss halt nicht in dem Moment so sein, dass man einem Geld gibt. Das ist wahrscheinlich das Einfachste, aber positives Feedback, Connection, ja, das sind wirklich so Kleinigkeiten, wo ich denke, okay, die Leute haben es verstanden, was ich vorhabe. Ja, kann ich nur Danke sagen. Ich glaube, im Moment guckt sowieso nur die Familie und der Freundeskreis zu. Also danke, Leute, dass ihr da so hinter mir steht. Und ja, dann sollte es auch für heute gewesen sein. Mittwoch, Donnerstag geht es für mich zur ITB nach Berlin. Das ist dienstlich, aber ich freue mich natürlich, dass ich da vielleicht auch ein bisschen für die Reise ein paar Länder abklappern kann, mir da ein paar Inspirationen suchen kann. Ich treffe vielleicht den einen oder anderen, der hier auch auf YouTube unterwegs ist, habe da schon ein paar Connections ausgemacht und werde da sicherlich auch was zeigen. All das, was ich quasi so nebenbei noch als Vorbereitung mache, kommt dann in meinem nächsten Video. Alles, was ich schon weiß, sage ich euch gerne. Das ist natürlich jetzt auch erst noch keine eigene Erfahrung, sondern auch das, worüber ich mich nur belesen habe oder wo ich darüber schon was gehört habe. Ich teile das gerne, deswegen mache ich das Ganze, weil ich glaube, dass es mir auch viel geholfen hat. Ja, lasst mich wissen, wenn ihr Fragen habt und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao!